Mein Name ist Alejandro Wagner. Ich bin Deutsch-Mexikaner, das erklärt, dass ich deswegen hier das Thema auch Mexiko habe heute. Es fing damit an, dass ich vor ein paar Jahren Verantwortung geerbt habe in Mexiko, einen Laden, eine Boutique. Hier selber bin ich Wirtschaftsberater, MLP-Berater. Und da bestand die Problematik, beide Welten irgendwie zu verbinden. Ich konnte mich weder für das eine noch für das andere entscheiden. Und für mich war dann die Kunst das verbindende Element. Ich mache ja als Wirtschaftsberater auch regelmäßig Seminare zu bestimmten Themen. Und dann habe ich einmal diese Figur vorgestellt im Rahmen einer Vernissage. Und das Schöne daran war, es hat für mich einen ganz neuen Geschäftszweig eröffnet. Seitdem mache ich meine Seminare auch auf Spanisch hier in Deutschland, in Berlin, und das seit 2 Jahren. So viel zu dem Potenzial, was in Kunst steckt. Und heute möchte ich auch ein Plädoyer für die Kunst einlegen, dass man Kunst nicht als einen Luxus betrachtet, sondern als eine Notwendigkeit sieht, auch im Rahmen, auch gerade für Entrepreneure, dass es einfach zusammengehört. Nicht umsonst ist es so, dass die Immobilienpreise genau da explodieren, wo sich vorher Künstler niedergelassen haben. Ja, dieses Phänomen haben wir auch in Mexiko. Ich komme aus Ajijic, das ist ein kleines Dorf am Rande des Chapala-Sees. Der Chapala-See, wenn Sie auf die Karte von Mexiko gucken, dieser ganz große blaue Fleck. Das ist auch ein Künstlerdorf, geprägt von Kunst. Das liegt daran, dass in den 50er Jahren eine Philanthropin, Neil James, dort ausgewandert ist und genau das gemacht hat, was die Vorrednerin hier machen wollte, eine Kunstschule. Die hat also in ein Dorf ohne Strom, ohne Wasser, hat sie eine Kunstschule errichtet. Damals kamen die größten Koryphäen nach Ajijic, also 3000 Seelengemeinde, und haben den Kindern gezeigt, wie man mit Kunst Geld verdienen kann. Und eines dieser Kinder, die dort gelernt haben, ist der Daniel Palmer, den ich heute vorstellen möchte. Und Daniel Palmer, ja, der unterrichtet auch wiederum, ist ein Generationsvertrag und unterrichtet wiederum Kinder und so weiter. So viel erstmal zur Vorgeschichte. Als Ökonom frage ich sofort, warum kamen diese berühmten Leute kostenlos in dieses Dorf? Was war die Attraktivität? Naja, damals, die Attraktivität ist einmal das Klima. Man sagt, Ajijic hat das beste Klima der Welt. Da haben sie immer so 22 Grad im Durchschnitt. Die Landschaft, die Leute und vor allen Dingen die Abgeschiedenheit damals. Und diese Künstlerin mit der Schule. Und die Künstlerin mit der Schule. Ich meine, die haben da kostenlos oder mehr oder weniger kostenlos geholfen. Also, ja, genau. Das ist auch ein ökonomisch interessantes Phänomen. Was muss ich machen, damit ich gute Leute bekomme? Und die kann ich als Gründer meistens nicht bezahlen. Also wie kann ich da anders, wie kann ich die anders attrahieren? Darauf wollte ich hinaus. Es ist vermutlich der Einfluss von Neil James gewesen, die ja nun Liz Taylor und wie die alle heißen, angezogen. Das waren ja alles ihre Freunde damals. Ne? Und kommt also hier, war eine bekannte Person, ja, die genau in dieses Dorf gekommen ist. Okay. Genau, ja. Und dann kam. Und da kamen die ganzen Künstler von Grateful Dead und ja, Rolling Stones, die waren auch mal da und so weiter. Okay, so, jetzt sind wir hier. Genau, und heute möchte ich einfach mal vorstellen, die neuen Elemente für Entrepreneurial Design erklärt anhand von Kunst, oder? Ja. Was Entrepreneure von Kunst lernen sollten. Das ist eigentlich mein Thema. Ja. Now he is teaching entrepreneurship. Genau. Okay. Ja. Also angefangen von der Anfangsidee. Ich habe das Perpetuum mobile genannt. Das ist stellvertretend für eure Ideen. Ja? Das, was ihr im Kopf habt, das ist das Perpetuum mobile. Das ist der Arbeitstitel für unsere Ideen. Kann man sagen, Kreativität kostet nichts, ist immer da, ist ein unbegrenzter Rohstoff. Genau, richtig. Deswegen heißt auch das Perpetuum mobile, ja. Genau, deswegen heißt auch das Slogan von meiner Organisation, die heißt Amarte. Amarte steht für einmal dich lieben.
und für Alemania Mexico Arte, also Deutschland, Mexiko Kunst. Und genau, Kreativität ohne Grenzen oder Creatividad sin Fronteras. Das ist das Motto. Wir lernen nebenbei Spanisch. Genau, wir sind ja bilingual, richtig. Ja. Sie haben in Ihren Tutorials viel erzählt von Kunst und Struktur, dass Struktur ein wesentliches Element der Kunst ist, wovon wir dann auch lernen können, mehr als ein Plan. Und dass man Kreativität, dass es nicht so ein Einfall ist, den man jetzt irgendwo hat, sondern dass man das systematisch machen kann. Und ich möchte anhand von Daniel Palmer, dessen Arbeitsweise ich kenne, einfach mal auch erklären, wie so ein Prozess ist. Ja? Vielleicht kommen wir heute auch mit einem neuen Produkt raus, wer weiß. Ja? Genau. Seine Motivation, wenn wir die nächste Folie mal anklicken, ist das Perpetuum mobile zu bauen. Er sagt das mit den Elementen des Universums, also mit der Erde, das ist Eisen, ja, mit Wasser, Wind und Feuer, möchte er das bauen. Jetzt wissen wir seit Leonardo da Vinci, dass das irgendwie nicht geht. Zumindest ist etwas, was man nicht patentieren kann. Und dennoch hat er diese Motivation, dieses Ding da zu bauen. So. Vielleicht können wir uns mal das Video mal angucken. Das ist nur eine Minute. Genau, das ist meine Boutique in Mexiko. Mit eigenem Soundtrack. Das versteht man auch ohne Spanisch. Sehr gut. Jetzt kommt man dann in den Palmer. Also da wird genau diese Skulptur gerade gebaut. Ja. Ne? Das hat mich ein bisschen an Tacheles erinnert. Schöne Haare, ohne Schnurrbart, kann da auch als Frau durchgehen. Richtig, genau. Ja. Jedenfalls, er sagt ja da, dass er benutzt ja diese Elemente und wenn er die zusammen, dann explodiert das alles. Und so ist es auch, wenn er schweißt und Wasser und das kühlt und so weiter, dann entsteht was Neues. Und das ist für mich sinnbildlich für den Medici-Effekt. Denn jedes Mal, kommen wir in die nächste Folie, jedes Mal er damit scheitert, mit seinem Perpetuum mobile, sagt er, das ist halt ein Kunstwerk. Ja? Deswegen brauchen Sie jetzt keine Angst zu haben, wenn Sie jetzt Ihr Perpetuum mobile bauen im Geiste, dass man sagt, okay, Sie werden ausgelacht, Sie sind sowieso zum Scheitern verurteilt, macht nichts, denn Sie müssen wirklich an das Unmögliche denken, um das Mögliche überhaupt möglich zu machen. Ja, ja, oder der Weg ist das Ziel. Richtig. Oder ja, das, genau, was hier auch steht, Einstein oder so, ne? Weiß ich nicht. Dieser Satz, ja. Ja, ist es das, ja. Da hat er jetzt aus Müll, ja, aus irgendwelchen Verpackungsabfällen, hat er dann diese kinetische Figur gebaut zum Beispiel. Ja. Genau, also das, wenn wir ein disruptives Geschäftsmodell entwickeln müssen, müssen wir genau das Unmögliche denken. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Was wäre die Welt ohne Euro? Ja, oder überhaupt ohne Zahlungsmittel? Hey, du spinnst, du kannst ja gar nicht denken. Doch, also die Frage darf erlaubt sein. Denn wenn wir das denken, werden wir möglicherweise ein alternatives Zahlungsmittel entwickeln. Vielleicht nicht die Abschaffung des Euros oder irgendeiner Währung, sondern so. Ja, das also sich ein unmögliches Ziel setzen und auf dem Weg dorthin Neues bekommen. Es gibt einen Entrepreneurship-Professor, der Les Brown in Babson, der sagt, shoot for the moon, even if you fail it, you land among the stars. Das ist doch ein schöner Satz. Super, genau, super. Shoot for the moon and land among the stars. Also entpuppt sich das eigentlich als Technik, die er verwendet. Man sieht das nämlich auch hier, dieses
disruptive Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist, symbolisiere ich jetzt mal, interpretiere ich mal in diese Skulptur, indem sie hier diese Teufelsmasken mal aufsetzen, die Welt mal durch die Teufelsmaske erblicken. Ja? Sie sehen hier auch die Sichtachsen. Mhm. Ja? Also wirklich die Sachen auf den Kopf zu stellen. Sie haben auch eine andere Sichtachse zur Figur. Ja? Dann die Sichtachsen. Und wenn wir auf die nächste Folie gehen. Benutze auch das, was vorhanden ist. Also er muss kein Material kaufen. Er findet den Schrott findet in der Werkstatt seines Bruders. Die Steine findet er, wenn er spazieren geht, in den Bergen. Er benutzt auch Fossilien, Holz, Wurzeln, alles und verbaut das entsprechend. Ja. Das ist das Potenzial im Vorhandenen. Ja, ja, ja. Einfach so. Ja. Sie erklären jetzt die Prinzipien des, wie man ein entrepreneurial Design entwickelt, anhand der Kunst. Genau. Ja. Ja. Das ist die Angel Sirena, auch sehr schön. Ja, und insofern nutzt er auch die Werkstatt seines Bruders. Er hat ja keine eigene Werkstatt, sondern Mehrfachnutzung. Mehrfachnutzung, ja. Ja, haben wir ja, das sehr ja. Gut. Vielleicht einen Schritt weiter. Ja, und aus scheinbar wertlosen Gegenständen ja, die Vermarker in neue Wesen zu verwandeln. Die haben ja jetzt einen Wolkenheer. Ja. Das ist eine Nähmaschine. Richtig. Toll. Ja. Das ist ein bisschen tangentially auch, ne? Bewegt sich da was? Nee. Ja, hier bewegt sich ein bisschen. Aber wer weiß, vielleicht ja beim Nähen. Vielleicht, wenn man das da dreht, weiß ich nicht. Möglich. Ja. Sind wir einen Schritt weiter? Jetzt gehen wir nämlich dazu, Vorhandenes auch neu zu kombinieren. Was wir nämlich da haben, ist eigentlich ein Mahlstein. Das nennt man Molcajete. Damit hat man früher und heute noch Mais gemalt. Das ist sogar vielleicht prähistorisch. Das Teil und das verschweißt halt irgendwie mit Bremsscheiben. Ja. Und dann hat man schon einen Stuhl. Der Stuhl hat was, das ist wie ein Männchen, ich dachte so ein Marsmännchen, ne? Ja? Also die Beine. Ja. Und da hinten, sehr schön. Mhm. Genau, die soll man ja auch anfassen, die Kunst. Hören wir nochmal eine weiter? Ja. Komischerweise, also. Wir sprachen ja von Funktion statt Konvention. Ja. Ja? Wenn man, ich sehe das hier konventionell als Kunstwerk. Kunstwerk hat man zu betrachten, irgendwie im Museum oder irgendwie sowas. Aber hat an sich per se keinen unmittelbaren Nutzen. Bei Daniel Palmer war es genau umgekehrt. Ich meine, er hat auch Industriedesign und Kunst studiert, aber er ist Psychologe. Und er hat damals diese Figuren gebaut für seine stressgeplagten Patienten, weil das unheimlich beruhigend ist, ja, wenn man einfach nur da sitzt und die Sachen betrachtet. Und jetzt können wir das vielleicht mal sehen, wenn man auf ein Video klickt. Das sind nur 30 Sekunden oder 10. Schön. Hören Sie die Glocken? Ja. Ja. Sehr schön. So, das ist die Funktion, die er eingebaut hat. Also irgendwie sind seine Teile irgendwie auch nützlich. Und wir sind ja hier im Labor. Wir können jetzt mal experimentieren, ob wir für diese Figur auch eine andere Funktion finden, als das, was wir vielleicht augenscheinlich sehen. Haben Sie eine Idee? Also mir fällt ein, zu Kleidung, dass die nichts anhaben. Okay. Und ich finde ja, Kunstbetrachtung hat was damit zu tun, so neue Sichtachsen zu finden. Mhm. Also dass man das Männchen so darstellen kann, dass die Beine so hat, dass es gleichzeitig eine Balancemöglichkeit für das ergibt. Mhm. Da ist eine Menge drin, wie man, wenn man normal auf der Straße spazieren geht, natürlich nicht drauf kommt. Also die Kunst, vor allem moderne Kunst oder nicht so konventionelle Kunst, hat natürlich den Vorteil,
dass man denkt, mein Gott, wäre ich nie drauf gekommen, eine Figur so darzustellen. Was kann man alles machen? Also wofür ist der Kopf da? Welche unbegrenzten Möglichkeiten haben wir allein schon der Darstellung? Und ich finde das natürlich schön, der Physik und diese Spielerische drin. Gefällt es Ihnen? Ja, würde ich, wenn es nicht zu teuer ist. Also, Professor Faltin, ehrlich, ich würde es Ihnen ja liebend gern wirklich schenken. Das würde ich nicht annehmen, nein. Darf ich aber nicht, weil eigentlich habe ich die Aufgabe, diese Figur zu verkaufen. Ja. Denn mit dem Erlös wollen wir den Künstler hierher bringen, dass er dann auch hier arbeitet. Ja. Also können Sie sich zur Sicherheit nach Hause einladen. Ja. Ja, wenn Sie dann einen Stein irgendwie aus dem... Holen wir auch hierher dann. Dann holen wir hier auch, ja. Gerne. Ja. Bitte? Die Materialien haben wir ja auch. Eben, genau. Das ist. Das habe ich ihn gleich gefragt, wie ist es mit den Materialien? Aber er sagt, die Materialien findet er hier auch. Ja, das ist vorhanden. Bisschen Tacheles, ne? Die, richtig. Diese Figuren. Das ist ja auch hier aus dem Tacheles. Brauchen wir eigentlich nur eine Werkstatt, die wird sich dann auch finden, Leute, die ihn einladen wollen. Also die Idee ist ja, wenn man jetzt diese Prinzipien jetzt auf dieses Projekt Amarte mal subsumiert, ja, oder runterbricht. Genau. Ja, das sind ja Komponenten. Das ist auch sehr schön. Ja. Auch sehr schön. Toll. Bisschen Giacometti. Mhm. Der hat ja kürzlich 150 Millionen erzielt für eine Figur und hielt sich immer für einen Versager. Mhm. Ich habe viel über Giacometti gelesen. Der glaubte, zu Lebzeiten, er hätte eigentlich nichts Gescheites gemacht und wollte aufhören. Und die anderen haben gesagt, nee, mach mal weiter, es ist gar nicht so schlecht. Und er fand eigentlich einen Versager. Auch interessant. Mhm. Jetzt muss ich gucken, dass ich es gescheit drauf kriege. Ist es so? Nee, ist es nicht. Genau. Sie haben eher Erfahrung. Machen Sie. Also eigentlich testet Daniel Palmer seine Skulpturen immer an Kindern. Die dürfen so damit spielen. Ja. Das sind eigentlich zwei Kunstwerke. Ja. Das allein ist ja auch ein sehr schönes Kunstwerk. Mhm. Im Grunde könnte man das weitermachen. Ne? Ja, könnte man machen. Ich gehe ja mit dem Kunstwerk, also betrachtet euch jetzt mal Teil des Kunstwerkes, ja, weil ich beziehe selbst diesen Event als Teil dieser Skulptur. Zum Beispiel zum Thema Funktion. Ja, wenn ich jetzt eine Funktion einbauen hier will, dann könnte ich sagen, okay, das ist eine Pitchmaschine. Ja, also jeder, der mal Pitchen üben möchte, ja, dann sein Geschäftsmodell, anstatt jetzt auf die Uhr zu gucken, eine Minute, so, solange sich das Ding dreht, darfst du reden. Schön, ja. Ne? Ja. Das ist ein anderes Wir sprengen so ein bisschen die Form. Eine Uhr auf eine völlig andere Art dargestellt. Total. Ja. Ja. Sehr schön. Da hat es auch mehr Funktion. Also Kunstwerk und Pitchgerät. Und das Coole dabei ist, wenn ihr auch so ein Pitchgerät haben wollt, kein Problem. Also es gibt die in mehreren Ausführungen. Ja, also ja, vielleicht findet jemand noch einen coolen Stein aus dem Urlaub. Ja, den können wir gleich mit einbauen. Eine Art Kunst durch Crowdsourcing. Jeder bringt was mit und er muss es dann hier zu einem Kunst. Das könnten wir, zum Summit wäre das Richtige. Jeder bringt was mit und er gestaltet daraus ein Gesamtkunstwerk aus den Teilen der Teilnehmer. Genau. Das wäre doch was. Und jeder, der es unterstützt, kriegt auch sein persönliches. Dann wird es versteigert. Ja. Eine Eieruhr zum Beispiel. Könnte man machen. Oder jeder bekommt auch sein eigenes. Richtig großes Kunst. Ja, toll. Genau, und das ist dann auch die, so nutzen wir diese Skulptur als Komponente für den Summit zum Beispiel. Eine neue Art von Finanzierung, die es noch nicht gibt. Genau, richtig. Financing, so Art, sowas, ja. Genau, sehen Sie, so sind wir dann auf ein neues Produkt gekommen. Nur durch FTA, jawohl. Financing, so Art, da haben wir alle Abkürzungen, sonst klingt es nach nichts. Ja, nee, gefällt mir gut. Also wer das käuflich erwerben möchte, nicht heute bitte, wir brauchen die Figuren. Hier können wir so versuchsweise eine Versteigerung machen. Oder eine andere Frage. Ich habe mich mal gefragt, ich weiß gar nicht, was ich dafür verlangen soll. Das ist ja die große Frage. Ne? Na, wie viel? Die Frage, wer Kunst überhaupt? Ja, wie viel würde ich... Also wir hatten Schmied gesagt, er hat mir was gezeigt, er hat gesagt, das ist jetzt 30 Cent wert, was ich dir zeige. Wenn ich den richtigen finde, ist es 1000 Euro wert. Das ist so
so das Subjektive. Diese Frage habe ich mich oft gestellt und vielleicht können wir das Labor als Experimentierplattform nutzen. Das ist ein Labor, ne? Dürfen wir mal experimentieren. Ich weiß nicht, kennen Sie das daltonische Prinzip von Dalton? Also Dalton ist ja irgendwie der Neffe von Charles Darwin und er war einmal in Philadelphia auf so einer Viehfarm, Viehversteigerungsfarm und da konnte man den, da durfte man raten, den Gewicht eines Ochsen. Und derjenige, der am nächsten dran kam, der hat was gewonnen. So, und der Dalton, der hat dann die völlig abwegigen Schätzungen einfach addiert, das sumarische Mittel genommen und hat dann mit 1 Gramm Abweichung das richtige Gewicht geschätzt von diesem Ochsen. Ja, es ist die Frage, kann man das jetzt auch hier auf diese Figur transportieren? Vielleicht kann jeder mal für sich im Kopf mal eine Zahl eruieren und wir schreiben die alle mal auf und ziehen ein arithmetisches Mittel von dem und dann haben wir schon mal so eine Basis. Ah, schon vorbereitet. Ja, echt? Sie schreiben auf. Haben Sie was zu schreiben? Oder vielleicht eine Visitenkarte und jeder trägt das ein oder schickt mir eine SMS. Vielleicht eine SMS, vielleicht ganz gut. Oh, wir können ja hier Dorf schreiben, oder? Ja, aber das, Sie rufen zu und sie schreibt auf. Wir rufen zu, ja? Gleich anwenden. Oder? Ja, gleich anwenden. Aber und wer echt Interesse hat, ja? Macht hinterher mit ihm verabredet. Ich muss machen so eine geheime Abstimmung, weil sonst gibt es ja einen Bias. Genau. Dadurch, dass die Hitler okay. Wissen, was die ja, ja. Also, haben. Bitte denken Sie sich im Kopf einen Preis, den Sie dafür bieten würden. Und behalten Sie den. Nein, für sich. Nein, einen Preis, den Sie mit Ihrem eigenen Geld auf den Tisch legen würden. Also nicht irgendwas, sondern nicht Sympathie jetzt für ihn oder was, sondern einen echt gemeinten mit Ihrem Geld. So. Also ich mache auch Finanzierung. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Nein. Und wenn Sie das im Kopf fertig haben, dann rufen wir es ihr zu, ja? Wollen wir das so machen? Ja, das, also. Das ist toll. Klasse. Na, deswegen muss jeder an seinem. Also, wir müssen. Sie müssen, genau, bleiben Sie ehrlich, Sie müssen an Ihrem Preis, wenn das 40 Euro sind oder 1,50 oder 15.000, an Ihrem Preis festhalten. Gehen wir mal davon aus, dass wir das können. Sich nicht von den anderen beeinflussen, das ist ein ganz wichtiges Prinzip beim Entrepreneurship. Sonst haben Sie immer nur ganz konventionelle Lösungen. Also bleiben Sie unbeeinflusst. Schön. Hat jeder einen Preis sich ausgedacht? Ja? Okay. Also, dann fangen wir an. Fangen wir vielleicht mal selber an. Ich bin ein sparsamer Mensch, Sie können mich gleich geißeln. Aber ich würde 800 Euro sofort dafür bezahlen. Das ist natürlich wahrscheinlich. Okay. So, einfach der Reihe nach. Sagen Sie, was Sie im Kopf sich vorher überlegt haben. Wenn es Ihnen unangenehm ist, müssen Sie auch nicht. Keiner muss. So. Seien Sie mutig, Ihre Preise. 600. 1500. 3,5. 3,5. 3,500. Wir müssen hier Millionäre unter uns haben. 1000. 1000. 225. 3.500. So, haben wir alle? Fehlt noch was? Noch jemand? So, also für ein Flugticket ist schon ganz gut. Und die, ein Flugticket kommt ja fast schon First Class heraus. Jetzt schätzen wir mal 1000. Ist das Mittel? Nee, mehr.
Setzt euch hier. Achso, ich habe es mal zusammengezählt. Also 21.958 durch. Geteilt durch? Natürlich die Anzahl, oder? Ja. Logisch. Ja, wie viel sind es? 17. 17? Das sind ja? Geteilt durch 17? 1291,64. Das kostet ein Ticket auch tatsächlich von Mexiko hin. Schön. Wie könnte man das weiterentwickeln? Man nimmt das als Basis für eine Versteigerung. Man macht da so einen Discount von 10%, 15%, 20% und geht das in die Versteigerung durch. Ja. Variante Nummer 1. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, was die Skulptur für mich persönlich wert ist. Ich habe dank dieser Skulptur, wie ich hier eingangs sagte, habe ich ganz neue Klientel kennengelernt. Die ganzen spanischsprachigen Ingenieure, die sind mehr oder weniger direkt oder indirekt durch diese Skulptur meine Kunden geworden. Und wenn ich jetzt das mal hochrechne, was ich in den letzten 2 Jahren nur an dieser Klientel verdient habe, dann müsste man das eher zusammen addieren. Also was ist denn Kunst wert, was bringt uns Kunst? Ne? Kunst als Ideengeber, deswegen kann man das nicht so beziffern. Also Sie wissen, ich habe immer plädiert, dass der Entrepreneur näher am Künstler ist als am Verwalter, als am Business Administrator. Und ich glaube, dass wir in der postindustriellen Gesellschaft sowieso mit unseren Bedürfnissen näher an Kunst liegen oder von Kunst lernen können oder unsere Kunst orientieren können, als wenn wir Ökonomie haben mit Gewinnmaximierung. Das ist kein zukunftsfähiges Prinzip. Aber Kunst und Kunstbetrachtung und überlegen, was bedeutet das für uns, das ist eine tolle Geschichte. Matthias Hawkes hat ja gesagt, ja. Der Megatrend sind ja Netzwerke, ja. Frauen und Kunst. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist etwas, was man für so einen Moment, also vielleicht für einen Monat oder für so ein paar Wochen hat, aber dann, dass es weitergeht, dass man es nicht besitzt, sondern... Das ist das nächste Sharing, dass man sagt, warum muss ich das jetzt in meiner Wohnung verstecken? Ja. Oder es in ein Museum stellen? Gibt es nicht ganz andere Möglichkeiten, mit Kunst umzugehen? Dass man sagt, man nimmt das mal für eine Weile, bis es die meisten Anregungen an einen gegeben hat und dann gibt man es weiter. Also einfach mal öffnen diese Konvention, die sich da normalerweise mit verbinden. Das ist ein toller Gedanke, den können wir mal gleich mal aufgreifen. Wir haben gesagt, okay, wenn man jetzt hier das Pitchen übt, ich mache jetzt eine Zweckentfremdung. Diejenigen, die am besten gepitcht haben, kann man ja abstimmen, die dürfen das Ding erstmal für einen Monat oder für eine zu Hause behalten. So. Ja. Ansonsten würde ich das einsetzen für meine monatlich stattfindenden Projektwerkstätten, wo jeder an seiner Idee arbeiten kann, wo man sich regelmäßig trifft mit anderen Leuten. So. Und das als Anschauungsmaterial auch so nutzen, wie wir es erklärt haben. Ja. Anderes Format. Und Ihr Beitrag heute war ja zu sagen, man kann an einem Kunstwerk quasi die Prinzipien des Entrepreneurial Designs, wie man systematisch zu einem Entrepreneurial Design kommt, erklären. Sehr schön, ja. Wir haben tatsächlich ein Produkt entwickelt. Eben. Ja, ja. Toll. Also versuchen, den Künstler möglichst schnell zu holen, machen da was im Labor mit ihm, aber vor allem denke ich an den Summit. Ich habe lange überlegt, wie man mit den Teilnehmern etwas gemeinsam Künstlerisches machen kann. Und die Idee war immer, dass das irgendwie nichts, dass da ein Künstler dabei sein muss, der dem ein bisschen so von hinten quasi ein bisschen Struktur gibt, damit das nicht so ein Kindergekleckse ist, sondern er noch ein bisschen was draus macht, dass das auch ein Format hat oder eine Struktur hat. Und das kann ich mir gut vorstellen. Er ist ja jemand, der gewohnt ist, aus allem Möglichen quasi Sinn zu stiften. Das wäre toll. Machen wir. Das fragen Sie ihn doch mal, ob er sich vorstellen kann, auf einem Platz. Sie kennen das FU Henry Ford Bau, da hat es so einen Vorplatz. Vielleicht müsste man da planen oder irgendwas hinlegen und dann... Dass er da schweißt und macht und da kommt, klar, da kommt der Hausmeister und so, aber das kriegen wir vielleicht ein bisschen hin.
Freie Universität, also freie Universität, wüssten wir schon. Vielleicht klicken Sie noch mal ganz kurz durch. Da sind noch ein paar. Oh, sehr schön. Oh. Das ist mein Laden rechts, da der Garten von meinem Laden. Oh. Oh. Sehr Idylle. Tja, das nächste Mal zeige ich meine Bilder von Chiang Mai, aber da komme ich nicht gegen an. Vor allem, wir holen immer nach Chiang Mai, also so im Garten. Mhm. Das wäre doch was für Ihr Garten. Das wäre was, ja. Big Bird, das ist im Centro Cultural de Ajijic. Sehr schön. Also, wir können das Video sparen, das Ding bewegt sich tatsächlich. Ja. Ewig. Und dann zum Schluss, das ist Ajijic. Links unten, das ist seine Galerie, jetzt auch seine eigene Galerie. Das ist der Chapala-See. Und da, wo Lake Chapala Ajijic steht, da in der Ecke, das ist mein Laden. Und, ich wäre nie drauf gekommen, dass man Ajijic so schreiben kann. Ja. Also, wer Interesse hat, ich habe tatsächlich was mitgebracht, jetzt zum Schluss. Zum Reinstöbern. Das ist ein Buch über Ajijic. Das ist mit Bildern. Ja. Sehr schön. Dann. Ach so, ja, dann habe ich ja noch ein T-Shirt. Habe ich eigentlich zu verschenken, aber das ist das. Wir haben nämlich, Entschuldigung, T-Shirts gemacht in unserem Projekt. Oh. Ja, mit dem. Fahrrad, Kreativität ohne Grenzen und hinten steht dann Kreativität sin Fronteras. Sollen wir das nicht auch gleich versteigern? Also ich biete dafür. Ja, das schenke ich Ihnen. Nein, wird nicht verschenken. Okay, wir sind hier Ökonomen. Also ich habe jetzt noch zwei. Ja. Damit haben wir die, also an dem Video und an dieser ganzen Ausstellung hat Lara Gallardo und Patricia Cano, die bei den berühmten Regisseur gearbeitet hat und hier sich für das Projekt engagiert hat. Damit haben wir die Leute bezahlt. Also das waren ca. 30 bis 50 Menschen, die an diesem Projekt beteiligt waren, im Zeitraum von 3 Wochen. Und das war die Bezahlung, T-Shirts. Geht auch. Und mit dem Erlösen sind wir dann ans Meer gefahren, so es geht auch. Und das ist zum Gucken, Georg Rauch, das ist ein. Der hat den Daniel Palmer sehr beeinflusst. Zu seiner Hommage haben wir überhaupt dieses Projekt gestartet. Das ist der Reiche, der da gelebt hat. Kann man sich auch. Kann man auch kaufen, die Werke. Passt doch. Endlich mal lang genug. Ich meine, die T-Shirts sind immer zu kurz für mich. Na bitte. Ne? Ist da was? Also ich steige auch mit. Ja, ich habe noch einen zu Hause. Ein paar, das ist ja auch der Vorteil. Wir können mehr herstellen. Nicht zwei, sondern. Nochmal zu herstellen, die verkaufen. Machen wir. Ja, lass bitte. Super. Ist warm, aber noch aushaltbar. Ganz toll. Vielen Dank. Also finde, das ist ein wunderbarer Beitrag für heute. Theoretisch gefragt. Danke.